unser Theater 2021. Grüß euch, liebe Leute. Wir werden auch heuer wieder gern Theater spielen für euch, wie die letzten Jahre auch schon. Nur heuer ist einfach nicht möglich. Der aufmerksame Zuseher wird es wahrscheinlich erkannt haben, die Welt wird heimgesucht vom Coronavirus. Und wir haben gesagt, dass ich nicht alles um Corona draht, in der Zeit machen wir ein lustiges Video. Vielleicht bringen wir euch daheim im Wohnzimmer auf der Couch zum Schmunzeln. Ja, und warum sitzen wir dann heute so nah beieinander? Genau, um alle Gerüchte gleich mal aus der Welt zu schaffen, wir haben uns testen lassen und sind negativ, Gott sei Dank, gell? Wir sind negativ, genau. Ja, und was wollen wir jetzt genau? Wir zwei Theaterbosse haben gesagt, wir machen einen kurzen Film über unsere vergangenen Theater. Wir fassen das ganze Lustige ganz, ganz kurz zusammen in einem Video und dann es euch recht gern präsentieren. Gehen wir. Ich bin kein Mutter, ich bin mein Mann, ich mein. Bernd, vor das Theater spielen schon lange Tradition. Schon seit den 60er Jahren dürfen wir euch unterhalten mit unserem Theater. Julius, du bleibst du schon wieder! Ja, ja, ich kenne ja schon. Ich bin langsam. Ja, langsam. Ja, langsam, bringt mir immer zur Verzweiflung. Und als eine von den wenigen Landjugendgruppen in Salzburg führen wir das auch noch weiter. Ich habe mir gedacht, ich mache es gnädig so 30 Mark pro Monat. Das wären da mal 25 Jahre. 5760 Mark Jahre. Ja, hier sind wir, da liegt sie wieder. Aber Kater hat gesagt, reden wir gar nicht mehr lang dran Mami, um den heißen Brei. Fangen wir an mit dem ersten Theater. Unser Theater 2018, der letzte Groschen. Viel Spaß. Die Schule muss ein Feier, aber bekannt für ihre Schmierigkeit. Der ich will ein Hack sein. Ich weiß nicht, ob wir bis mir am Brandplatz angehen, dass Mara schon wieder nicht an. Wochen bin ich dran. Dann hab ich gesagt, Winnie, pass auf, probiert's. Können ich nie wieder dagegen haben. Wenn nie was sagt, dann hast du die Batze zum Rechten und zum Zulassen, gell? Ja, wo bleibt jetzt wieder weg war, dann hat sie zu über den Netzbauer, wo das ganze Geschirr rausgenommen hat, aber alles auf den Kuchenbund zusammengehauen. Mein Geschirr? Nein, zu meinem Netz bin ich zugegangen, so wie es zusammengehauen. Weil wir nicht geschissen gestern, gestern war wieder gescheit in der Hand. Das ist dein Wolle gesagt. Was mein Wolle gesagt hat? War nix, du hast geschlafen. Was ist das Romantische, was kam? Boah, das zeige ich dir, du Zapperlup! Hast du dich ausgezogen? Ach so, Ursprung.
bei der Berndorfer Landjugend war einfach halber wichtig, das Theater muss lustig sein. Und dann haben wir halt auch mal ein paar Szenen dazu erfinden müssen. Aber ein richtig lustiges Theater war 2019 Rosinas letzter Wille. Ui, ja, das wäre ganz schön viel als Schwulentheater in Erinnerung geblieben sein. Ich glaube auch. Schauen wir einfach mal rein. Ich mein, hier. Da schaust du ja doch seinen Knackbums. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, Willi, du lernst so schnell, ist dieser Wahnsinn. Das Theater, da wo du am Bauern die drei Studierenden da vorstehst, die was einmal nicht passt haben, oder? War das das? Stimmt, das war das. Man, da hat das erste Jahr ich ausgesucht, welche Theater das wir spielen. Da habe ich mich erst gefürchtet, wie das ankommt. Okay, perfekt. Das war ein richtig cooles Theater. Ja, gut, dass wir es noch durchgebracht haben vor Corona. Ja, stimmt. Für das Tor der Schreier nehme ich an. Ja. Mein Name ist Meiler. Im Krankenhaus sind wir. Keiner ist geiler als Dr. Meier. Ich gehe auf die Eva wie ein Hase, gell? Ich habe nämlich einen Arsch wie ein Hosel. Aber ich bin ein absolut gesetzestreues Bürger. Ich habe mir überhaupt noch nie was schulden lernen lassen. Papa, der Holzer Bertl ist da. Er fragt, ob sein Turban kann auch schwarz machen kann. In jeder Beziehung wörtlich Hoppauschalen. Machen wir nicht! Also ein Theater, wie ihr es kennt von der Berndorfer Landjugend, wächst aber, wie ihr es euch denken könnt, nicht irgendwo auf dem Baum,
so ein Theater ist in Wirklichkeit harte Arbeit und ist wirklich für uns hart erprobt. Als Theater aussuchen, da haben wir nämlich schon im August des Vorjahres. Und wenn wir uns dann sicher sind, das ist das richtige Theater, dann fangen wir Anfang Oktober schon mit dem Proben an. Und da sind bis zu 65 Stunden, was jede Person ins Proben investiert drinnen. Und das auch über 16 Wochen hinweg. Das sind über 2 Proben in jeder Woche. Ja, und nicht nur das Proben haben wir in unseren Händen, sondern auch das Bühnenbild machen wir selber und die Regie leiten wir auch selber. Genau, wie heißt so schön, wenn man was gern tut, dann geht es auch leicht vor der Hand. Ja, ein Gaudi ist ja auch überall. Ja, auf jeden Fall. Das war es, unser kleines, aber feines Video über den Theaterspielalltag bei uns in Berndorf. Ja, und natürlich hoffen wir, dass 2022 wieder unser Theater einkehren findet in Berndorf. Tja, und jetzt in altbekannter Tradition. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Drum müsst ihr nun nach Hause gehen. Und wir sagen auch.